Diese geheimnisvoll aussehende Figur mit der Kapuze wollte uns ihren wahren Namen nicht verraten. Er sieht es vor, der unbekannte Rächer genannt zu werden. Und für uns geht das völlig in Ordnung, nicht wahr, Leute? Oh, ich schäme mich wirklich für die beiden. Wen wollen die mit diesen erbärmlichen Verkleidungen denn täuschen? Und direkt neben ihm ist noch ein Newcomer. Gebt mir einen riesigen Smashatorium-Applaus für die Prinzessin der Zerstörung, Doreen Schmolley! Also los, Jungs. Macht sie fertig. Und gerade im Moment haben wir noch einen allerletzten Zugang zu die zwei tödlich aussehenden Gespann. Bekannt als die Bum-Bum-Brüder! Versuch jetzt mal abzuhauen, Mopamann. Also dann, seid ihr bereit für ein rücksichtsloses Rennen? Seid ihr bereit für unnötig gewaltsame Zerstörung? Das Demolition Derby anfangen! Wo steht Doreen? Warte, Mo. Ich komme schon. Pass auf die Bum-Bum-Brüder auf, Mo. Und ramm mich. Der Wagen ist verreckt, als ich drauf gelandet bin. Sieht aus, als hätten die Jungs einen Glasschaden. Okay, Bum-Bum-Brüder, eure Zeit ist vorbei. Schnappt ihn euch! Was macht ihr denn? Macht ihr einen Mittagsschlaf oder was? Ah, Idioten. Okay, Mo, Zeit fürs große Finale. Ach schon! Das nenne ich eine Explosion! Ich kann auch keine Überlebenden sehen! Moment! Was ist das? Es ist der unbekannte Rächer und er steht in Flammen! Los, einen riesigen Applaus, Leute! Das sieht sehr schmerzhaft aus! Wir sollten ihn wirklich sofort löschen! Aber was für eine Show, ha? Huh? Ben, hör auf, wie den Clown zu spielen und sorge für Ablenkung. Ich bin die Ablenkung. Nimm es nicht persönlich, aber wir brauchen mehr Ablenkung. Das Motorrad wird bewacht. Wen interessiert das Motorrad? Mo findet es wichtig, dass wir nicht ohne hier weggehen. In Ordnung, ich sehe zu, was ich tun kann. Aber mir brennt's schon unter den Fingern hier. Das ist die Hardtail, die Mo mit ihrem Vater repariert hat. Die Vultures müssen da unbedingt rankommen. Ich komme nicht ran. Hilfe, Wächter! Ich brenne! Typisch. Sie kommen nicht an dem Wächter vorbei, schätze ich. Ach so, der hat einen Knüppel. Und? Macht ihn fertig!
Dieser Wächter hindert die Vultures daran, Crawleys Bike zu stehlen. Der Recker scheint noch nie was vom olympischen Staffellauf gehört zu haben. Hey Leute, sieht so aus, als würde die Party ein bisschen außer Kontrolle geraten. Das Stadion scheint Feuer zu fangen. Aber bleibt einfach alle ruhig und... Ah, ihr habt recht. Das Derby ist vorbei. Rennt um euer Leben. Na, endlich. Und jetzt zerquetscht dieses Glühwürmchen, solange es noch leuchtet. Sieh nur, wie er läuft. Was ist passiert? Habt ihr ihn erwischt? Endlich haben wir ihn erwischt, Bowles. Das bedeutet, Ripburger wird uns jetzt zu Direktoren machen müssen, wie er es versprochen hat. Und außerdem muss er jedem von uns 10.000 Aktien geben. Seltsamer Geruch. Was ist das, die Temperaturanzeige? Nun, andererseits... habe ich gerade 20.000 Aktien zusätzlich bekommen. Zeit für die Aktionärsversammlung. Wo ist die Hardtail? Auf dem Boden verteilt, Mr. Recher. Was? Wo ist die tiefsentimentale Verbundenheit zum alten Motorrad deines Vaters geblieben? Ben, es ist nur ein Motorrad. In einer halben Stunde habe ich das wieder zusammengesetzt. Natürlich vorausgesetzt, ich finde diesen Schlüssel. Von was für einem Schlüssel redest du? Der Schlüssel zum Safe von meinem Dad. Ich erinnere mich, dass er ihn irgendwo an seinem Motorrad versteckt hielt. Aber ich habe überall nachgeschaut und kann nichts finden, das auch nur so aussieht wie ein Schlüssel. Was ist so Wichtiges in dem Safe? Das Testament meines Dads. Ich hoffe, dass er endlich die Wahrheit über mich erzählt. Warum hat er dich all die Jahre immer geheim gehalten? Er wollte nicht, dass die Leute das mit meiner Mom rauskriegen. Was ist so schlimm mit Mrs. Crawley? Sie war nicht meine Mom. Ah. Aber wie kommen wir in die Fabrik rein? Hinter der Fabrik ist ein geheimer Eingang, der direkt in Dads Büro führt. Er hat mich immer heimlich reingeschmuggelt, damit ich ihm bei den Motorradentwürfen helfen konnte. Als er zu alt wurde, um die ganze Arbeit selber zu machen? Nein, da war ich erst 6. Wie finde ich den geheimen Durchgang? Nun ja, es ist ein bisschen knifflig. Du musst warten, bis alle Messgeräte auf Null stehen. Dann trittst du an der richtigen Stelle gegen die Wand und du bist drin. Wie finde ich die richtige Stelle zum Treten? Dad wusste genau, wohin man treten muss. Aber ich erinnere mich an diesen großen Riss in der Wand. Und wenn ich mich so gestellt habe, dass ich diesen Riss auf Augenhöhe hatte und dann direkt vor mir gegen die Wand getreten habe, dann ging diese verrückte Tür auf. Und wenn ich die Stelle nicht finde? Stell dich einfach auf Augenhöhe mit dem Riss, warte, bis die Messgeräte auf Null stehen und dann tritt. Der Teil mit dem Treten ist ziemlich vage. Hör mal, ich war erst 6. Du gehst mir echt auf den Keks.